Moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute ein bisschen anders. Ich habe nämlich dummerweise meine ganzen Kabel, meine ganzen Lampen, alles mögliche, was man zum Drehen braucht, im Lager vergessen. Deswegen heute mit ein bisschen kuriosem Licht und so weiter, aber ich denke, das ist auch für euch okay. Herzlich willkommen zur 7. Folge Nikos Gigs. Heute machen wir so eine halbe Spezialfolge, weil ich habe bei 2 Gigs ein bisschen mehr Videomaterial auf dem Gig gefilmt, so wie wir aufgebaut haben und zwischendurch sind also im Vlog-Style und ein Gig ganz normal, den werden wir schnell behandeln, zwischendurch. Erster Gig wird sein, unser erster großer Gig als ND-Events, unsere eigene Firma eben mittlerweile. Zweiter Gig wird Jazzradio sein und dritter Gig ist so eine Art familiäres Country Fest, wo wir halt Ton gemacht haben mit etwas lustigen und komischen Situationen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal herzlich willkommen und viel Spaß beim Gig 1. Der Dalvin ist mal wieder richtig fertig. Damit herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, aber zur neuesten Folge von Nikos Gigs. Wir haben heute ein echt, also zur neuen Folge von Spezial machen wir heute wieder. Wir haben heute einen sehr langen Arbeitstag und diesen beginnen wir um dieser Uhrzeit. Gönnt's euch mal mit irgendwie 4 Stunden Schlaf oder so und naja, wird sehr spannend. Wann haben wir Feierabend? 5:30 Uhr. Ja, also einen ganzen Tag komplett weg durch. 25 Stunden. 25 Stunden, wird auf jeden Fall spannend, aber hast du gut geplant. Danke. Bis gleich. Wir sind jetzt da. Ich liebe es, wenn man zum Ort kommt und die Bühne schon steht und man halt nichts mehr machen muss. Und wir bauen jetzt ein Trasttor hier vor die Bühne. 10 Meter breit, hängen unsere Elakustik Arcs da rein, stellen die 4 Bässe hier vorne hin und Dalvin fängt schon mal auszuladen. Und ich guck zu. So macht man es richtig. ja, das ist hier der Platz. So groß, wenn wir hier ungefähr beschallen müssen. Ich glaube, mit 4 Server-Tops gerichtete Linienstrahler werden wir es gut hinbekommen. Und dann wird das ein cooler Tag. Ich hatte recht behalten. Der Tag wurde cool und ganz kurz was zur Technik. Ich mache es aber jetzt nicht zu lang und zu ausführlich, weil das Video dann einfach viel zu groß wird. Wir hatten als Front-PA im Bass vorne hatten wir Duran Audio Access B121, ja, das sind 21 Zoll 1 kW Bässe. Als Top hatten wir pro Seite einmal Arcs White und einmal Arcs Focus, den Focus oben, den White unten. Das Ganze mit einem 9 Meter breiten Traversentor auf 4,10 Meter hoch, Ober-Unterkante. Und da hingen dann nochmal 4 SGM G1 Beamen drin. Da hatten wir hinterm DJ später hatten wir Elation LWP48. Das sind ziemlich alte LED-Lichtschienen, aber die kannst du als Blinder extrem gut nutzen. Die sind extrem hell, weil die halt noch diese alten Einzellinsen haben, was natürlich im Farbmischen scheiße aussieht. Aber als Blinder und einfach nur als in die Fresse Licht, das ist einfach nur geil und vor allem günstig. Ihr müsst wissen, das Ganze war eine Low-Budget-Geschichte und deswegen konnten wir da halt nicht so extrem viel aufbauen. Und dafür, für den Kurs, den unser Kunde bekommen hat, haben wir schon was echt Cooles da geliefert. Als Mischpult klein, günstig, cool und komplett ausgenutzt. Alienware TQ16 hatten wir als Pult. Licht wurde mit Dustlight DVC-3 gesteuert und ja, an sich war das ein ganz cooles Teil. Hazer hatten wir, so einen kleinen Stairwell-Hazer, reicht für den Fall echt aus. Und wir hatten noch 2 Stairwell MRX25 Moving Heads an der Seite. Und was ich auch nicht vergessen darf, wir hatten noch 2 ARRI 650, um den DJ halt ein bisschen zu beleuchten abends, weil ein bisschen Frontlicht ist dann doch schon wichtig dafür. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Fotos von der Veranstaltung, aber wenigstens könnt ihr so ein bisschen sehen, wie es aussah. Also Dalvin hat noch viel mehr Material, aber ich habe jetzt nicht Lust, ihn noch weiter zu nerven, damit, dass er mir das mal bitte schicken soll, weil wir gerade recht beschäftigt sind und ich trotzdem das Video für euch drehen möchte. Aber ihr wisst, meistens lade ich noch diese ganzen Geek-Geschichten auf meiner Facebook-Seite hoch und das werde ich demnächst auch machen in dem Album ND-Referenzen. Ja, was witzig war, wir waren ja wie gesagt insgesamt später 28 Stunden auf diesen Job beschäftigt und dementsprechend muss man zwischendurch sich beim nächsten Mal kurz hinlegen, um zur Ruhe zu kommen. Müssen tut man es nicht, aber gesund ist es trotzdem nicht, wenn man dauerhaft so praktisch on fleek ist. Deswegen jetzt hier ein kurzer, total verpennter Kameraclip aus dem Transporter. Ich weiß nicht, wieso ich immer die Jobs nehme, wo es so übelst lange geht und richtig anstrengend ist, aber ich liege gerade im Transporter hier auf der Matratze. Wir haben uns das hier so ein bisschen hübsch gemacht mit einer Luftmatratze. Einfach aus dem Grund, die Veranstaltung insgesamt geht super, super lange. Wir mussten hier aufbauen, da es keinen Wachschutz gibt, auch am nächsten und dann den Tag noch abbauen. Deswegen haben wir gesagt, wir sind zu dritt, Lichttechniker, Tontechniker und halt in dem Fall Management. Das hat Dalvin gemacht, aber ich weiß, ihr denkt, er macht nur Management, er kann auch vieles andere. Ja, Dalvin hat zwischendurch gepennt, wenn ich gearbeitet habe, das heißt Band gemischt und jetzt wo Licht ist und nur ein bisschen auf PA aufpassen wegen DJ, macht er jetzt mit Ole, weil Ole kam auch viel später, deswegen muss er nicht pennen und ich penne mich jetzt hier so ein bisschen hin. Und ja, ich halte ja auf dem Laufenden, wie der Abbau so ablaufen wird und dann werden wir euch nochmal was erzählen am Ende, weil die Veranstaltung lief nicht so ab wie vom Veranstalter gewünscht, sage ich mal.
Ja, Zwischenbericht nach der Schlaferei. Also, zitter wie so, mir ist scheißkalt. Man hätte eine Decke mitbringen sollen. Ja, jetzt geht's, glaube ich, gleich zum Abbau. Oder zum Ende langsam. Man hört den noch in Nija die ganze Zeit so den Bass unter mir wummern. Dann denke ich mir so, okay. Und man hört's. Gleich wird vorbei sein und dann, ja, bohre ich ab. Jetzt kommt ein Clip, den ich recht witzig finde. Dalvin hat praktisch die Luftbahnradsau aus dem Auto rausgenommen. Und dann kam ein kleiner Windzug und er konnte es irgendwie nicht mehr halten und ist das Ding runtergefallen. Ich finde diesen Clip total geil. Ja, dann ging es zum Abbau. War recht entspannt. Wir haben uns so gefragt, okay, machen wir schnell oder entspannt. Wir hatten keinen Zeitdruck, wir waren relativ müde. Trotzdem wurden wir dann irgendwie kurz wieder wach. Also es ging auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen es trotzdem entspannt. Haben meine Ultimate Ears Mega Boom in die Mitte gestellt. Elektro-Swing rauf und dann ging das los vom Abbau und dann waren wir auch fertig. So, wir haben es jetzt 6.05 Uhr, wenig gefilmt, aber trotzdem war ganz witzig. So sieht es jetzt hier aus, ziemlich dreckig kann man sagen und naja, wenig benutzt die Tanzfläche. Hallo! Voll! Was? Du hast Scheiß gesagt. Ja. Ich hab Scheiße. Das ist nicht cool, das kannst du nicht machen, echt nicht. Also nicht hier. Nicht hier! So, Kleinkram wird einfach runtergeschmissen. Ich hab's ja nicht allein gemacht. Dalvin, dein Fazit? Gibt kein Fazit, war keiner da. das hab ich dir noch gar nicht erzählt, weil es war ja anders geplant vom Veranstalter. Ja. Folgendermaßen, hier waren vier bekannte DJs eingeladen. Wer das war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sollten teuer und gut Karten verkauft werden. Naja, ist nicht so gelungen. Also es war schon cool, der Abend, aber es waren halt weniger da als erhofft. Aber vielleicht wird das nächstes Jahr besser. Man weiß es nicht. Wir sind jetzt hier endlich fertig. Sind selber auch fertig. Sind jetzt 26 Stunden. Ich glaube, das reicht gar nicht. Auf den Beinen. Bühne ist endlich leer. Liegt so ein bisschen Müll noch rum. Jetzt fahren wir gleich daheim. Erstmal schlafen. Nehmen wir ein bisschen vorne was essen. Bitte. Es ist gut. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Gig Nummer 2 behandeln wir jetzt ganz schnell, war jetzt nämlich nichts so riesen Besonderes. Es war ein kleines Jazz-Radio-Konzert im Innenhof vom Ellington Hotel in der Nürnberger Straße in Berlin. Ja, war ganz cool. Q16 hatte ich bei, eine leider viel zu kleine PA, aber leider war nicht mehr verfügbar. 2 L-Acoustics 12XT als Front und 4 L-Acoustics 5XT als Delay. Ich weiß nicht, ob ich ja schon gesagt habe, Q16 hatte ich bei mit iPad-Steuerung, so konnte ich mich schön auf die Treppe hinten setzen und das Ganze ganz entspannt mischen. Und einer hat sich immer gewundert, warum sich die Fader auf dem Pult wie magisch bewegen, das fand ich ganz witzig. Ja, war ein gelungener Abend, war ein schöner Abend. Jazz-Radio macht mir immer wieder Spaß, was einfach auch coole Bands sind. Und ja, und es gibt ja immer lecker Essen, das muss man auch mal sagen. Also auch bei Jazzradio war der schön. Kommen wir zu Gig 3. Der Gig ist so ein bisschen, sag ich mal, wie ich schon mal sagte beim TUS damals, nicht ein Gig, der im Bilderbuch steht. Keiner wusste, wie viel Strom vor Ort ist, keiner wusste, was raufgeklemmt ist, was natürlich mega wird. Ich habe auch gleich gesagt, okay, euer Risiko, wenn ich da nicht aufbauen kann, oder wenn da die Spannung zu hoch oder zu niedrig ist, schließe ich da nichts an. Ja, okay, alles klar, Risiko kennen wir, gut, dann mach ich das halt. Blöd war nur, dass es extrem geregelt hat, aber seht selbst. Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen zu Gig 3. Das ist der Anfang. Ja, es geht ziemlich durchnässt los. Ich muss ja irgendwie den Hänger erstmal abkoppeln und vorne vom Regen schützen. Ich meine, da ist eine Plane drüber, aber hinten drin stehen meine Bässe hinten im Wasser, im Hänger. Das ist echt brutal scheiße. Naja, zum Glück haben sie schon Lack bekommen und sind somit halbwegs geschützt. Jetzt muss ich erst am Auto warten, bis es vorbei ist. Und ja, geht da gut los. Durchnässt dann aufbauen. Der Zeitplan ist auch so, wird immer enger. Naja, ich denke mal, der Veranstalter wird hoffentlich dafür Verständnis haben, dass man halt nicht aufbaut, wenn es so in Strömen regnet. Ist ja für so ein Pult und für so einen Subwoofer auch nicht gerade von Vorteil. Ja, jetzt muss ich meinen Hänger da allein lassen und hoffen, dass alles überlebt. Da ich mit der Band ein bisschen befreundet bin und die vier Line-Dance-Geschichten machen, haben sie mich gebeten, von dem neuen Line-Dance einen Mitschnitt zu machen, was ich dann natürlich gemacht habe, logischerweise. Dann habe ich erfahren, dass ich mit dem Ronan irgendwie an dem Abend die Hauptattraktion war, weil sowas noch nie gesehen wurde. Aber ey, ich konnte mich nicht beklagen. Ganz kurz was zur Technik, bevor wir jetzt zum eigentlichen Einblick in die Veranstaltung kommen und ich euch einen kleinen Ausschnitt von diesem Video zeige. Als Front-PA hatten wir viermal als Audio C108 mit gedrehtem Horn, dass wir praktisch das Phasing und die Interferenzen von beiden Tops in Grenzen halten konnten. Trotzdem mussten wir sie sehr gerichtet ausrichten, aber am Ende, also alle waren mit dem Sound mega happy. Ich war selber überrascht, was aus diesen kleinen Boxen schon wieder rauskommt. Also ich mag die wirklich, wirklich sehr.
Die Empfindlichkeit ist nicht ganz wünschenswert, aber wenn man ein bisschen mehr Leistung in die Boxen reinpumpt, kommt da daraus schon was raus. Angetrieben wurde das Ganze mit einer QSC PLX 1602. Als Bass hatten wir unsere beiden Jobs Audio LMT 212 Doppel-12er Bässe, noch mit den alten Thomann-Pappen drin, aber bald kommen da die Eminence Kappa Light rein, keine Sorge. Und ja, die waren noch nicht ganz fertig, das Gitter hat noch gefehlt, aber ey, also es war low budget, wir haben gesagt, okay, wir müssen die halt regenschützen, es war kein Ding. Und wir hatten mit dem Strom auch echt zwischendurch Probleme, dann ist mal ein Amp ausgestiegen, weil irgendeine Phase weggeklatscht, das war halt niemand wusste, wo irgendwas drauf hängt. Und zum Licht sage ich mal nichts, weil das war echt abenteuerlich und nicht erlaubt angehangen. Aber zum Glück waren das nicht wir. Was ich echt ein bisschen scheiße fand, aber es war nicht zu ändern, der DJ, der da ankam, der war auch total lieb, hatte seine eigene Anlage, wo schon 4 Tops und 2 Bässe da standen. Und ich musste noch meine eigene Anlage dahin wuchten, weil ich spiele mit der Band nicht auf einer MPA-Anlage. Und vor allem nicht auf Fremden. Ich mache mal lieber mit auf der eigenen PA, ihr könnt mich bestimmt verstehen. Deswegen daneben nochmal Toys-Stative mit einer Pipe rübergezogen und die da anzuhängen. Das sah am Ende so chaotisch aus. Aber ich hab mir so gedacht, ey, es ist ein gemütliches Dorffest, das interessiert sowieso keinen. Und ja, am Ende waren trotzdem alle happy. Aber jetzt endlich mal ein Einblick zum eigentlichen Video. Wow, so Leute, der Gig ist vorbei, wir fahren jetzt nach Hause. Es war echt sehr regnerisch, sehr stürmisch, sehr durcheinander, aber sehr lustig und sehr cool. Viele waren happy. Bis zum nächsten Mal bei Nikos Gigs. Macht's gut, ciao. Noch ist der Gig nicht ganz vorbei, ich habe noch einen kleinen Clip gedreht, der kommt jetzt. Heute Morgen, 8 Uhr aufgestanden, jetzt sind wir im Lager. Es ist 3 Uhr nachts, viel zu lange wach. Da kommt ein Bus, ein BVG-Bus, ein kleiner. Ich kann nur sagen, plant immer genug Personal ein. Das haben wir ja heute auch gemacht. Aber es ging halt länger als geplant, deswegen sind wir halt so mega fertig. Und wie gesagt, wenn ihr auch sowas Eigenes habt, macht es nicht zu oft. Das ist echt für den Körper nicht gerade gesund. Jetzt war ich noch auf Diving Lester hier auch mal angefahren kommt, wenn wir uns nämlich mitten auf dem Weg verloren haben. Und dann erstmal alles ins Lager geräumt, dann geschlafen endlich und morgen muss ich wieder früh raus. Also ungefähr. Ja, ich muss in 5 Stunden die nächste Baustelle abbauen. Geil. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen von dieser halben Spezialfolge Nikos Gigs. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn nicht, gib mir ehrlicherweise einen Daumen runter. Ihr kennt ja mein typisches Gelaber, was ich irgendwie auch jedes Mal sage. Es gibt eine Playlist. Nikos Gigs, wenn du mal unten auschecken oder halt in der Infokarte. Da sind nochmal alle Nikos Gigs Folgen praktisch in Reihenfolge verlinkt. Eigentlich könnte ich daraus sogar was in der Staffel machen, aber ist ja keine richtige Serie, von daher. Ja, ich freue mich immer mega, dass diese Serie so gut geklickt ist, verhältnismäßig. Also es gibt ja so Produktvideos, die sowieso gern geklickt werden, wenn man sich die angucken möchte. Und dass mein privater Laberscheiß über diese Veranstaltung trotzdem so gut geklickt werden, also verhältnismäßig für unsere Branche, das freut mich wirklich sehr. Und das motiviert mich halt immer wieder mit meiner Videokamera durch die Gegend zu rennen und Dalvin auch mit einzufangen und Nikos Gigs zu drehen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich bedanke mich bei jedem, der da zuschaut und mir auch positives Feedback gibt. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ja, vielen lieben Dank nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah, so come.